Hallo. Ich will nicht gegen die Besten spielen. Aber Wir machen das. Wir machen das. Mehr als verlieren können wir ja nicht. Also, gleich rein ins Geplänkel hier. Drei Spiele, drei Siege haben sie. Wir spielen in der Einöde. Aha, die kenne ich tatsächlich noch nicht, diese Map. Die kenne ich nicht. Also, wage ich zu bezweifeln, dass ich die kenne. Die sieht ziemlich krass aus, diese Map. Die sieht ja mega krass aus. Ach du Scheiße. Was ist das für eine Map, ey? So. Ja, sieht doch schon. Holo. Nein, Mann! Alter. Raus damit. Rein! Oh, Alter, schade. Ah, die Map ist cool. Die Map finde ich ziemlich cool. Oh, nee, gar nicht gut, gar nicht gut. Gut. Wieder besser. Und nach vorne. Oh, yes. Kein Power. Warum habe ich kein Power? Oh, da ist der trotzdem drin. Der ist trotzdem drin. Jawohl, 1 zu 0. Und das gegen den Tabellenersten. Ja, das war echt mal ein Jubel wert, oder? Also Leute, Goal! Alter. Boah. Wieder zurück. Nein. Also ich versuche wirklich in dieser Gruppe. Wow! Schon wieder 2 zu 0. Ich versuche in dieser Gruppe wirklich wieder ein bisschen in einer Verteidigerposition zu spielen. Weil ich einfach viel zu schlecht bin im vorne, muss ich sagen. Also die sind die anderen alle wirklich besser. Aber wenn es denn mal sein muss, mache ich auch ein Tor. Okay, lalala. Oh. Boah. Da konnte ich schon fast sehen, wie der reingeht. Raus, bloß raus, einfach nur raus. Jetzt will ich ihn auch nochmal reinmachen und er ist drin. 3 zu 0. 3 zu 0. Ey, ich verstehe das einfach nicht. Wir spielen hier. Wir haben jetzt denen schon drei Tore zugefügt, obwohl die eigentlich in den letzten drei Spielen zwei Stück bekommen haben insgesamt. Die werden sich auch denken, Alter, was sind das denn für Leute hier? Na gut. Wir sind's halt. Wir sind's halt. Nicht. Oh, nicht gut daneben gesprungen. Aber die Map finde ich wirklich, wirklich gut. Und man kann ja besser gesagt dazu sagen, die Arena, ne? Oh, Kacke, drin. Schlecht verteidigt. Mal wieder. Okay, ich bleibe nicht hinten, ich fahre vor. Drin! Jawohl, 4 zu 1. Mann, 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 was ist denn hier los? Der Hammer. In den letzten Partien sahen wir echt so schlecht aus. Und jetzt läuft es schon deutlich besser. Aber 4 zu 1 heißt wirklich in diesem Spiel einfach mal nichts. Wirklich gar nichts heißt das. Die können so schnell hier die Tore schießen. Dann sieht man hier so schnell, so unglaublich alt aus. Also Leute, falls jetzt das eure erste Folge ist, die ihr von Rocket League gesehen habt, guckt euch die vorigen an. Es ist auf jeden Fall mega spannend. Auch wenn es jetzt 4 zu 1 steht. Aber das heißt hier einfach mal gar nichts in diesem Spiel. Diese Führung, diese großen Führungen können sich mal binnen einer Minute oder anderthalb Minuten komplett egalisieren. Und dann hätten wir schon gleich wieder fast einen Rückstand.
Es geht hier wirklich einfach nur hin und her. Es macht irre viel Bock. Nein! Oh, shit. Das hätte das 5-1 werden können. Oh, wieder gut verteidigt. Hoffe ich zumindest. Könnte ja sein, dass da wieder einer kommt. Ja, da kommt auch wieder einer. Den kriegt er nicht rein. Keine Power, keine Power. Ah, nur noch eine Minute. Boah, den Ball hätte ich fast ins eigene Tor gelenkt noch. Wenn ich nicht ausgewichen wäre. Oder Richtung eigenes Tor zumindest. Oh, scheiße. Oh, nein. Nein. Oh, shit. 4:2. Aber ich denke mal, das haben wir trotzdem gewonnen. Oder wir sind zumindest auf einem richtig guten Weg, das zu gewinnen. Ich bleibe hinten. Jetzt bleibe ich nur noch hinten und hoffe, dass es alles gut geht hier. Oh oh. Ah, nicht hauen, nicht hauen. Ah, jetzt wollen sie es wissen hier. Aber 10 Sekunden haben sie nur noch. Dürfte eng werden. Scheiße, 4:3. Oh, oh, oh. 5 Sekunden noch. Aber das werden sie nicht packen mehr. Das hoffe ich zumindest. Bam. Gleich nach hinten. Jawohl. Wir haben den Tabellenführer besiegt. Boah. Was für ein Glück. Das war ziemlich eng. Und dass es jetzt hier auch nur ein 4:3 geworden ist, ist für mich überhaupt kein Problem. Immerhin haben wir gegen die gewonnen. Und wir sind wieder im positiven Bereich in der ersten Tabellenhälfte, könnte man fast sagen. Boah, ey, ey, ey. Und das Torverhältnis ist auch immer noch ziemlich crazy bei uns. Aber wir haben denen immerhin 4 Tore beigebracht. Das ist schon nicht gerade so schlecht. Und die sind aber immer noch Erster, ne? Also da sieht man schon mal, wie deutlich die geführt haben. Ja, wird nicht so leicht, sagen wir es mal so. Aber als nächstes geht's gegen unseren Rivalen, wo wir im Profimodus verloren haben, das Finale gegen Express. Gegen die Jungs. Also die wollen wir doch weghauen, ey. Da bin ich aber mal richtig heiß. Da bin ich heiß wie Frittenfett. Die werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Und die werden wir bezwingen. Komm mal, was wolle. Ja, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob wir die bezwingen werden, aber... Kann auch sein, dass wir 2 Stellen verlieren werden. Nein. Sehen wir es einfach mal in der nächsten Folge von Rocket League Season. Bis demnächst, euer Magnum.